Dann willst du den Helm wieder anziehen. Dann willst du den Bracer tragen, also die Handschuhe. Du willst den Bracer tragen, du willst die Schuhe tragen. Hua. Dirk behält die Axt in der Hinterhand. Das Zeug hier kann eigentlich verkauft werden. Ja, das passt nur da, wo die Handschuhe sind. Oh, Legionärschuhe. Die ziehst du mal an. Dirk hat schon genug Rüstung und Lebenspunkte. So, also ja, das da unten kann weg. Ganz normale Ring kann auch weg. Das muss identifiziert werden und die können auch alle weg. Das da eigentlich auch. So. Alchemistin. Wer hustet denn da? Also. Kaserne, Waffenschmied. Oh, hier hinten beim Geschichtenerzähler wollte ich schon sagen, beim Witzeerzähler. Ich glaube, da war die Alchemistin. Also ja, ich freue mich schon definitiv auf die Vollversion. Also jetzt nicht nur wegen den ganzen neuen Klassen und Rassen und mehr Dungeons und überhaupt viel, viel toller. Sondern auch... Oh. Sondern auch wegen den Blips auf der Minimap. Das ist ja ein Bug in Anführungszeichen, vor dem Ubisoft uns schon gewarnt hat. Dass das halt noch nicht fertig ist mit den Icons auf der Minimap. Was das Leben aber doch schon ziemlich einfacher machen würde. Wir würden gerne identifizieren. Alles. Und wir hätten gerne alle deine Tränke. Was nur 3 Stück wären. können wir alles überall verkaufen? Ja, das geht. Ich brauche mehr Tränke? Ernsthaft? Ja, nee, kriegen wir aber nicht. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also wir müssen einfach viel mehr schlafen. Denke ich mal. Und die echt für nur voll aufbewahren. Hast du einen neuen Witz? Warum ist ein Raum voller verheirateter Menschen leer? Weil es keine einzige Single-Person drin gibt. Ja. Nicht schlecht. So, also wir haben... Genug Heiltränke? Wir haben Heiltränke. Wir haben unsere Level-Ups noch nicht alle gemacht, fällt mir gerade auf. Du musst ja auch noch. Und zwar Might, Perception, Vitality. Und du? Magic, Vitality, Spirit. Und jetzt die Skills. Du hättest gerne Feuermagie. Feuermagie. Und es fehlt noch ein Punkt, glaube ich. Dann können sie Experte werden. Und wollen wir überhaupt alles in Feuermagie setzen, fällt mir gerade auf. Vielleicht nehmen wir ein bisschen was in Mana zum Beispiel, damit wir öfters zaubern können. Wo war das? Mysticism. 5 mehr Mana pro Punkt. Ist nicht schlecht. Ich pack mal einen Punkt da rein. So. Ja, annehmen. Du, Mace. Weil du ein Ork bist. Du lernst die Fähigkeit Challenge. Die kennen wir schon. Einmal Crossbow. Axt. Fertig. Okay, nur kriegt gleiche Level ab. So. Bevor ich jetzt wieder rausgehe, möchte ich in den Brunnen. Und ich möchte gucken, ob da jetzt Respawn war. Jupp, wir wollen den Spiders leer. Auch obwohl da eigentlich schon alles tot sein müsste. Und die Königin und geplündert und was weiß ich. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen durch das ganze Rasten und Rumlaufen. Da hoffe ich einfach mal, dass was Neues da ist. Und ich habe schon mal einen Gefahrenindikator. Oh, das ist sehr schön. Den können wir einfach ein bisschen grinden. Du kriegst ein Römerli Level Up. Und dann können wir die Dinge jetzt angehen. Also ich höre schon mal was. Warum funkelst du?
aber ich sehe nichts. Ich sehe nur den gelben Gefahrenindikator. Haben wir vielleicht irgendwo eine Spinne übersehen? Ich mach mal was anderes. Du mach mal Nachtsicht. Wow. Sehr stylisch. 36 Schritte lang haben wir jetzt Nachtsicht. Das sieht richtig... Das erinnert mich so ein bisschen an das Underdark aus AD&D. Bei Neverwinter Nights 1, Horse of the Underdark. So ein bisschen Stimmung habe ich hier gerade. Also ja, sehr cooler Zauber, sehr cooler Special Effect. Und hier stört mich das Bunt gar nicht mal so. Also im normalen Spiel finde ich das schon ein wenig komisch, dass alles so neon... Was war das? So neonfarbig leuchtet. Aber hier in dem Zauberspruch ist das vollkommen legitim. Jetzt einmal den anderen ausprobieren. Wir wollen Licht. Ja. Doch. Halt Dungeon-Stimmung mit richtigem Fackellicht. Fehlt nur noch der andere. Wo wollen wir überhaupt hin? Wollen wir nach da unten gucken. Weil bisher habe ich keine einzige Spinne gefunden. Nee, hier waren wir schon. Oh ne, sieht mir nicht danach aus, dass Respawn da wäre. Schade eigentlich. Aber so könnten wir wenigstens unseren Fackelzauber und das Nachtsichtdingens ausprobieren. Aber auf der Oberlandkarte wollte ich schon sagen, auf dem Oberlandgebiet, da kam es mir so vor, als wenn neue dazugekommen wären. Entweder das oder sie haben sich halt bewegt. Ah, die Jungs und Mädels wollen schlafen. Na gut, dann schlaf ich hier auf der Brücke in einem Spinnennest. Und jetzt bitte einmal das andere Licht. Light off. Wow, das ist hell. Und fühlt sich gleich ganz anders an als das Fackellicht. Also ja, sehr schön. Je nachdem, was man mag und welche Schule man bevorzugt an Magie, hat man unterschiedliche Lichtzauber. Das ist auch sehr gut. Einfach mal die Auswahl zu haben, ist immer schön. Ich glaube, der Lichtzauber ist gerade verschwunden, weil wir draußen sind. Nee. Das war einfach nur so ein Soundeffekt. Okay. Also wir müssen jetzt wieder raus. Wir müssen da rausgehen und töten. Ich hätte echt gerne ein paar Spinnungen gebracht, damit Mirim leveln kann. Aber ich denke mal, jetzt wo alle wieder fit sind und mehr Skillpunkte verteilen konnten, nun Statpunkte und was weiß ich, dürften die Brigands nicht mehr so das Problem sein. Aber die Brigands will ich gar nicht zuerst angehen. Zuallererst will ich das Gebiet hier am Eingang sichern, damit wir bei einem etwaigen Rückzug nicht wieder so Probleme haben. Und danach... Ah, Doppel. Und danach will ich endlich mal die Nagas angucken, was die so können. Ich sehe keinen Gegner auf der Minimap. Doch, da oben. Na komm, dich nehmen wir zuerst. Euch nehmen wir zuerst. Mhm. Hatte sie irgendwas anderes noch an Zaubern, was schick war? Zeigt Fallen. Nö. Feuer. Wusch. 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 Du stellst dich in den Weg. Das kannst du gerne machen. Schießen wir dich halt ab. Und jetzt willst du nah ran, dann hauen wir dich halt kaputt. Schonk. Und schonk. Na gut. Du hast gar nicht geaggrot. So, näher ran. Was zur Hölle machst du da? So. Hauen, 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 hauen. Immer auf der Lana. So. Haha, du hast mich getroffen. Level up? Ne, leider nicht. Okay. Aber ja, es ist schon mal ein wenig sicherer hier. Da hinten sind noch mehr Banditen, aber das muss ja nicht sein. Vor allem sollten wir nicht die Nagas und die Banditen gleichzeitig aggroen.
Also schleichen wir uns hier an der Küste lang und gucken, ob die uns jetzt gleich angreifen oder ob es noch einen Dialog gibt. Die greifen uns gleich an. Autsch. Die halten gar nicht so viel aus. Machen auch nicht so viel Schaden. Jedenfalls nicht alleine. So. Also irgendwas ist mit Talana los. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ganz schlechter Zufall ist, aber sie wird doch ziemlich häufig getroffen. 5 Gold. Hallo. Schon wieder Talana. Schutzrüstung. Jetzt werde ich jetzt jede... keine jede Runde da casten wegen Dingens. Okay, ja. Mana-Trank. Nicht Talana treffen, nicht Talana. So. Das ist echt nicht gut mit ihr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass Magier und andere nicht-kriegerartige Klassen einfach seltener getroffen werden. Weil es halt keine Platzierung gibt, wer vorne steht und wer hinten. Aber das hier wirft gerade alles über den Haufen. Aber gut. Perception. Crit-Chance. Ich mag Crit nicht so. Aber es bringt auch Ausweichen. Also machen wir einmal Vitality und einmal Destiny. So. Und Fähigkeiten. Bogen. Oh, das ist nicht Bogen. Bogen. So. Jo. Und einmal kurz schlafen, damit sie ihre Lebenspunkte wieder bekommt. Was haben wir denn da? War das irgendeine Notiz oder sowas? Oh, das ist ein Grab. Das können wir nicht auswählen. Ja, komisch. Aber wenn ich hier lang gehe, dann blinken die Gesichter einmal auf. Ich glaube, hier soll normalerweise ein Text aufpoppen, wo denn die Helden was zu dem Ding da sagen. Aber das fehlt halt noch. Oh. Irgendwas haut mich. Du, hm? Defend. Komm mal hier vor uns, genau. Du bist weggeschubst. Oh. Du kannst nicht weggeschubst werden. Du brennst. Was zur Hölle ist das? Relentless. Komm, zeig nochmal deinen. Oh. Wenn er trifft, macht der folgende Schlag mehr Schaden. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn die sich auf Talana einprügeln. Kenshi. Hallo, Kenshi? Was wird eine Klasse sein und kein Name? Debuff. Pipe Tirigan. Jo. Und eine leuchtende Priesterin, die ebenfalls debufft ist und ein Schadensreduktionsspell drauf hat. Aber gut, erstmal den Kenshi. Hauen. Der ist gleich kaputt. Soweit alles noch sehr machbar. Und neuer Eintrag, Kenshi. Kaputt. So. Nicht mit uns, Mädel. Nächste Runde bist du kaputt. Und es wurde Talana schon in der Zeit damit getroffen. Also, ich denke mal, es war ja echt ein Pech eben gerade. Mana-Trank, sehr schön. Dich hätten wir gerne. 2 Heiltränke, sehr schön. Und ich glaube, ich mache mal einen kleinen taktischen Rückzug. Denn wir wollten ja... Oh, falsche Richtung für einen taktischen Rückzug. Denn wir wollten ja eigentlich zuerst die Nebenquest machen.
Ich war nur gespannt, wie die Nagas so sind als Gegnertyp, was für Zauber sie einsetzen und so weiter und so weiter. Also ich decke mal ganz kurz hier ein bisschen die Minimap auf, einfach nur so, weil das mein Vervollständigungstrieb ist. Und danach gehen wir hoch zu den Briganten. Also den Dieben. So, was sagt die Karte eigentlich? Die Karte sagt, das ist ein ganz schön großes Gebiet hier. Und da war die Höhle von dem Zyklop. Und da hinten wird irgendwo das Thief's Den sein. Und wie hieß das? Den of Thieves, ja. Na gut, jetzt speichere ich trotzdem erstmal ab. Wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe, ich habe es bis dahin hinbekommen, dass das Spiel irgendwie auf Deutsch bleibt. Also bis gleich.